Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Dragon Quest Heroes Projekt. Und zwar sind wir jetzt stehen geblieben, da wo wir unser Schloss befreit haben. Unser... Ja, Stadt war es nicht wirklich. Doch, Stadt war es, glaube ich, ja. Und jetzt weiter irgendwo anders hin. Was ich gerade schon wieder vergessen habe. Irgendwas mit I war es, glaube ich. Ich will jetzt nicht mehr wissen, was das mit der Stadt ist. Hängt ein bisschen gerade. So ein bisschen in der Pause. Also die Windmühlen hängen zumindest gerade. Kann sein, was auf der anderen Festplatte ist. Die Genua, genau, das war das jetzt. Ich glaube nicht, dass sie verschwunden geblieben ist. Ich fürchte nicht, Eure Majestät. Fest steht allerdings, dass in diesem Moment Monster versuchen, sich durch das hohe Gras an uns heranzuschleichen. Bestimmt nicht nur, um uns mit einem freundlichen Hallo zu begrüßen. Arboria ist also nicht der einzigste Ort, der von Monstern heimgesucht wird. Nun gut. Dann soll unsere erste Aufgabe darin bestehen, diese Felder von ungebetenen Gästen zu befreien. Kommt, Freunde, zu den Waffen! Besiege alle Monster. Wenn du eine Begegnung augenblicklich abbrechen möchtest, kannst du hinter Tür wirken, um Preis auszunehmen. Okay, keine Ahnung. Noch ein Fensterschlund. Wie sieht irgendwie niedlich aus? Oder kann doch irgendwie ist er hier etwas anders als bei dem. Ist ein Geist gestört? Ach so. Dann töten wir dieses Vieh mal. Obwohl es eigentlich auch nicht so gut ist, wenn wir eine bestimmte Combo haben müssen. Oh, sorry. So. Das war so, ne? Ja. Ausstieg. Frage, ob es sich lohnt, sich hier am Leben zu lassen oder ähnlich. Ich meine, es kommen schon ein paar raus, aber halt nicht wirklich. Machen wir was kaputt. Finish him! Ja, zu gut. Aber alles töten jetzt. Konzentrieren? Ja, wirklich die Teile aufladen? Alter. Okay. Ich finde dieses Skill übelst geil. Ein Stundwächter ist erschienen. So nice. Wenn ja eigentlich alle töten, also. Dann töten die auch einfach alle, würde ich mal meinen. Oh, ich mag es eigentlich nicht, wenn so viele Leute da mit sind, einfach nur aus dem Grund, also jetzt hier von meinen Zeitviechern da, weil die halt einfach die Combo halt übelst verringern eigentlich. Ja, allgemein die Gegner auch so stark verringern halt an der Zahl. Drücke, wenn deine Konzentration voll ist, um vorübergehend in den Modus für Konzentration zu wechseln. Brauche ich ja gerade nicht. Ich hab das noch nicht vergessen. So sieht es aus Versehen mal.
nächste Vieh ist tot. Ein Schlundwärter. Wieso heißen die nicht Wächter? Ah, die kommen wir jetzt schon eigentlich recht lange. 2 Minuten 50 bin ich drin. Der Runde. 2 Minuten ist dann easy. Hier rüberspringen, dann einfach den hier machen. Nochmal. Direkt nochmal. Ole. Kommt der Super Saiyajin Modus! Was? Statisch leiden werden sofort geheilt, okay. Kannst du außerdem Talente und Zauber verstehen, ohne Magie zu verbrauchen. Doppelsprung. Okay. Ja, habe ich, weiß ich ja, also halt immer erst zum Schluss aktivieren eigentlich. Spam und dann alle erst zum Schluss aktivieren, das ist doch schon mal gut. Todesstoß. Okay. Schlitz! So. Wir gönnen uns ja sonst zu nichts, ne? Ist jetzt schon zu Ende, was ich eigentlich wollte. Aber. Doch nicht zu Ende. Klar. Bling! Eisnagel, magische Tierhaut, Qualitätszeit frisch. Scheiße, ich konnte das halt nicht mehr kaputt machen. War sie nicht! Wir spielen Dragon Ball gerade übrigens, und das ist Trunks. Scheint, als hätten wir die Monster außerhalb der Stadt alle vernichtet. Lasst uns reingehen und nachsehen, ob dort alles in Ordnung ist. Wartet, blind links. Warte. Blind links hineinzustürzen wäre nichts. Nur töricht und auch gefährlich. Ob schon die Situation Eile erfordert, sollten wir nicht ohne einen sorgfältigen Planung vorangehen. Eile mit Weile, meinst du? Fürwahr, deine Vorsicht scheint angemessen, Junge. Nun gut, lasst uns zum Lager zurückkehren und Vorbereitung treffen. Lasset uns Vorbereitungen treffen, das wäre er da gekommen, weißt du dann. Eilet um Weile. Was waren das für seltsame Portaldinger vorhin? Die Monster sind ja buchstäblich daraus hervorgequollen. Finster Schlünde. War das nicht der Name? Wir könnten uns bereits in Arboria von ihren unheilvollen Macht überzeugen. Es steht wahrlich schlecht für das Reich. Wenn auf einmal alle Orten Finsterschlünde erscheinen. Wie schon die Erzählung von Ahnen warnten. Wenn finstere Schlünde überall im Reich entstehen, verblasst das Licht und wird am Ende ganz vergehen. Des dunklen Tores Wärter ruft herbei die Horden Monstermassen, die umnachteten sind und morden. Hau rein. Umnachtete Monster, Torwärter, die Parallelen sind zu offensichtlich. Mein Gott, kein Bock mehr. Das vermag ich nicht zu sagen. Es handelt sich um eine uralte Legende und der Lauf der Zeit hat die Grenzen zwischen Wahrheit und Mythos leider verschwimmen lassen.
Wir können nichts weiter tun, als uns zu sputzen. Sputen und in Erfahrung zu bringen, wie schwer unser Reich betroffen ist. Ich will nicht wissen, was ich bekommen habe. Wir schlitzen. Nee, kommt direkt weiter. Irgendwelche. Nö, direkt. Nächstes. Zehn Minuten haben wir. Gucken, wie weit es jetzt dann noch geht. Okay, ich denke mal, es ist normal, wie es lädt. Ist viel zu friedlich, die Musik im Ladescreen. Okay. Seid gewappnet, Freunde. Wir wissen nicht, was uns hinter diesem Tor erwartet. Ich will Kundschaften. Tod. これってまずい状況よね。ね、どうするの?ああ、すでに作戦は考えてある。まずは敵から逃げるふりをして一斉に交代だ。頃合いを見計らって俺が手を叩く。それを合図にまた長いやつ? Einfach drauf. Oder so. Feuermagie. Katapulte. Man sieht die hässlich aus. これは予想外の展開だ。俺の完璧な作戦が。すごい、かっこいい。あの、助けてくれてありがとうございます。おい、まだ味方と決まったわけじゃないぞ。魔法研究所の所長、ジュリエッタよ。お会いするのは初めてだ。アイラ。よろしくね。親衛隊長さんたち。いや、わね。マクティスね。よくぞ助けてくれた。 礼を言うぞ、ジュリエッタ。ご無事で何よりですわ、イルク様。<笑>用心深いのね。でも、そういう男って好きよ。とっても研究のしがいがありそうだもの。研究だと?この俺を解き明かすことなんてできやしないぞ。何真剣に答えちゃってるのよ。冗談に決まってるでしょ。あら、私本気よ。 そうね。今度、私のラボでゆっくり。あ、そう。相変わらずじゃの。うわ、ない。すっげえ、ね。ボーン。ボーン。協力してくれるな。もちろん協力させていただきますわ。それに。 この街は私の研究成果で溢れていますもの。 Ah, Mini, ich komme nicht so weit gekommen. Die hat viel zu hohe Stirn. Elia, richtig. Du hast nicht wirklich vor, Lucien in dein Labor mitzunehmen, oder? Ach, was rede ich da eigentlich? Vielen Dank für deine Hilfe vorhin. So ein Schnuckelchen wie dir musste ich einfach helfen, eine große, starke Gardistin. Meine ich natürlich. Nun, ich hatte auch eine Tour durch Ingenieur versprochen, nicht wahr? Auch wenn ich befürchte, dass es eher zu einer Tour de Forge als zu einer Besichtigungstour werden kann. Sehr lustig, Junge. Wirklich sehr lustig. Und jetzt, ihr zwei. Ayla hat ihr das Sagen. Ihr hört besser auf sie, sonst werde ich es bereuen. Sonst wird ihr es bereuen. Subete notats!
Besiege alle. Das ist eine Apparatur. Kennt ihr Kai Ho? Ja, ich bin bei mich noch bei Dings, bei Tales of Zestiria, weil wenn ich einfach so die Ansätze nebenbei zocke. Level muss und etc. Das bringt alles nur Leben, Alter. Bei der Hitzhieb, das ist mit das Beste, würde ich mal meinen. Nu. Fertig und Schluss. Ach so. Geil, komm, lass mich da durchschnitzeln. Ein weiterer Besucher von außerhalb der Stadt ist nämlich bereits auf dem Weg hier. Oh, ich würde gerne richtig einfach so einen Wirbelwind reinhauen, das war's. Klompmas Goldklümchen. Eine echte Schönheit, ja, irgendwie schon, ne? Ich kenne ja schon irgendwas. Ich wollte die aber so töten. Ah. Abfeuern. Ach so. Ernst. Sie einfach hingehen und die töten? Alter, komm! Einfach unter den Schlitz die. Kommt hierher! Lasst mich euch schlitzen. Easy. Easy. Ist es gar nicht, ich bin links drauf losgerannt. Ausgezeichnet, die Situation hier scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Wir sollten ins Lager zurückkehren. Oh, lass mich raten. Lang und breit über uns nächsten Schritt diskutieren. Richtig, muss das wirklich sein? Oh nein. Oh, eine Strategiesitzung. Das mag ich besonders. Kann ich auch teilnehmen? Ich hätte da nämlich eine klitzekleine Bitte. Eine Bitte, klar, worum geht es? Um simple Kleidschutz, mehr nicht. Sobald wir in euren Lager zurückgekehrt sind, werde ich euch das Ganze näher erklären. Leute, whatever. Gut, dann zur obligatorischen Vorstellungsrunde. Wie bereits gesagt, bin ich Ayla, Direktorin des Instituts für Innovation und ihr seid... Wo sind meine Manieren? Ich bin Rita und das ist Lucien. Wir sind die Hauptmänner des königlichen Garde. Nun, ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr fähig seid. Ihr habt kurzes Pro...
kurz einen Prozess gemacht mit den Monstern vorhin. Bemitleidenswert, verwirrte Kreaturen. Ist auch egal. Wie gesagt, ich muss euch um einen Gefallen bitten. Also, es gibt da etwas, das ich in der Stadt gebracht, das in die Stadt gebracht werden müsste. Und worum handelt es sich? Nun, ich und mein Team arbeiten schon seit mehreren Jahren an einem ganz besonderen Schiff. Zur Fertigstellung fehlt nur noch ein wichtiger Teil, der Generator. Wir hatten ihn gerade aus Aburia bis zu den Stadttoren transportiert, als das ganze Utu-Babul begann. Und jetzt versperren Monster den Weg zum Institut. Dieser Generator ist das Produkt von mehr Blut, Schweiß und Tränen, als ihr euch vorstellen könnt. Deswegen. Ich verstehe. Du möchtest, dass wir den Generator beschützen, während du und dein Team ihn zum Institut befördern. Wie schön, dass du so flink im Kopf bist. Und kann ich auf eure Hilfe zählen? Natürlich. Das ist absolut kein Problem. Nicht wahr, Eure Majestät? Nicht im geringsten. Das Schiff, von dem du sprichst, könnte genau das sein, was wir benötigen, um uns einen Überblick über die Lage im Reich zu verschaffen. Hervorragend. Und sobald wir die Angelegenheit erledigt haben, bin ich in der Lage, mich euren Inspektionstour anzuschließen. Es gibt außer dem Schiff noch eine ganze Menge anderer Erfindungen, die ich euch gerne zeigen würde. Ihr würdet es nicht bereuen, mich mitgenommen zu haben. Wahrhaftig ermutigende Worte. Dann lasst uns hier gemeinsam reisen. Vereint in unserem Bestreben, dem Land wieder Frieden zu bringen. Ayla schließt sich der Gruppe an. Ein wildes Ayla ist erschienen. Ja, Hallo? Ein wildes Ayla ist erschienen. Rita, die energische Eiskönigin. Okay. Der streitbare Sorveran. Kriegskönig, als eine Kette Kombo entfesselt eine Serie nadelstichartige Schneeangriffe, die Idee sind, um in der Feinde den Rest zu geben. Die famose Feinkampfexpertin. Boomerang, setzt die Säule ein. Säuse. Warum nicht? Weil das Menü aktiviert wird. Ja, ich finde, ich weiß, dass ich alles bekomme. Gut, in die Medaille. Fußmacher, nicht ausrüstbar. Das ist alles von unserem DLC. Oh, gut. Dann warst du es ja eigentlich wieder schon. Dann gehen wir jetzt hier noch speichern. Speichern. Beichte. Okay. Beste Tour am Babel zurückhalten. Ja! Null große Hürtin. Ach, oh mein Gott, oh, große Hürte. Scheiße. Gut, ich bedanke mich fürs Zugucken dieser Folge und bis zum nächsten Mal.